Hey Leute, willkommen zurück zu Vampyr. Es geht weiter. Danke fürs Einschalten und danke für alle, die letztes Mal schon fleißig geliked und kommentiert haben. Super cool von euch. Ja, ich hatte ja ein paar sehr anspruchsvolle Kämpfe. Aber wahrscheinlich lag das nur daran, dass ich einfach zu doof bin. Wer weiß. Oh, was ist denn hier los? Ach, das ist schon wieder mein Lieblingsfeind. Der ist natürlich auch so stark. Ja, also mal allen Ernstes, die Gegner, die sind auch ganz schön stark hier. Der Sprung, was die Level angeht, der ist immens. Und wie soll ich das kompensieren? Bestimmt nicht durch Skill, sondern einfach nur... I'd head back if I were you, sir. Was würdest du tun, wenn du ich wärst? Würdest du die Klappe halten und sterben? Habe ich das ja letztes Mal schön... gezeigt? Ja, ich glaube, mit Schusswaffen würde ich nie so wirklich Freund werden. Also das ist... Aber die Heilung ist auch nicht gerade die beste, muss man sagen. Richtig Damage, du. Oh, was? Alter, dieser Nebel. Den habe ich ja gar nicht so richtig registriert eben. Fies. Ja, du merkst schon, durch Holz schießen ist nicht so deine Stärke, oder? Heftig. Beide. Oh Gott, sind aber auch zu brennen jetzt. Oh Leute, was ist mit dem Spiel passiert? Es ist auf einmal so ultra hart geworden. Ich weiß, ich müsste Leute aussaugen, aber... Oh, ein guter Griff. Der fein. Ich werde auch wohl bald leider Leute aussaugen müssen, weil das Spiel bietet einem offensichtlich keine andere Alternative mehr an. Außer das. Also die Heilung muss ich definitiv mal ein bisschen aufstocken. Das ist alles etwas schwächlich, leider. Okay, gut. Uiuiuiui. It's locked, alright. Alright. It's alright that it's not alright. Alles klar, wir müssen ein Restaurant finden. Oder das Testament suchen. Das hier irgendwo sein muss. Und ich weiß leider nicht genau wo. Ich würde sagen, das erste, was ich mache, ist mal rumdrehen, weil hier ist es offensichtlich viel zu hart für mich. Ich meine, ja gut, ihr habt gesehen, dieser komische Typ, der hat Level 32 gehabt. Und den habe ich offensichtlich gut geschafft, aber danach, was dann kam, das war echt fies. Müssten ja nur 4-5 Levelchen sein und schon wäre ich wieder auf gleichem Stand und könnte das alles kompensieren. Ich habe so eine Ratte gehört. Da ist die Ratte. Mist ist despicable. Ja. I can't believe I'm doing this. I cannot enter. Ah. Stimmt ja, ich habe letztes Mal hier bei ihm aufgehört. Das Spiel hat mich dann wieder zurückgeworfen, da oben in den Safe Room. Ich gehe mal runter und rede mit dem Kerl. Vielleicht hat der noch was Neues beizutragen. Schalter, ich wette, da gibt's irgendwas Feines oder auch nicht so Feines. A red river, a song in the dark, the whispers of a sun. So many signs to interpret. Okay, du bist ein Wahrsager. Jonathan Reed, at last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything.
They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Ja, seht ihr mal. Ich finde, das spricht nur für ihn, oder? Für Jonathan. Asha scheint zu wissen, dass kürzlich zahlreiche Londoner ermordet worden sind. Und er weiß es wohl zu schätzen, dass wir keiner dieser ruchlosen Mörder sind. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Was? Nö. Perhaps later. Nö, lass mal. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me. You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Ach ja. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Na toll. Read my fortune. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being. So powerful, it needn't even reveal its strength. Siehst du mal. Tell me about it. Er weiß doch was. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Und er ist, und nimmt Geld fürs Kartenlegen, also ich weiß ja nicht. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Ich heiße doch Jonathan Reed, warum soll ich's denn nicht? For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Mm-hmm. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them. And the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The guards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Nee, lass mal. Oder warte mal, wenn er... Ja, oder will Geld dafür, wenn er es jetzt kostenlos macht? Huh? All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon. As a personal reward for your strong will.
Keep following the right path and you'll reach safety. Na, seht ihr mal. Altes Blut habe ich bekommen. Ich denke, es ist das Richtige, oder? Dass ich so handle, wie ich handle. Wenn ich Leute aussauge, ich weiß nicht. Ich will es erstmal ohne probieren, Leute, wirklich. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Tja, so einfach kann's sein. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. Ja, das ist das Leben, oder? Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander. Yet it amuses me to converse with your kind. Was amüsiert ihn? Was bist du denn für einer? Ich will jetzt wissen, was das hier macht. Ich glaube auch kein Klacken. Na, ein Code vielleicht, den man hier... Da müssen einfach alle vier Platten beschwert sein. Das werden wir nicht rausfinden, so schnell. Kerzen hat es wohl auch nichts zu tun. Die leuchten alle, also nicht so, als wäre hier irgendwie so ein geheimer Code, aber es ist schon sehr verdächtig, dass die Platten sich bewegen, wenn man sich draufstellt. Na gut, ich werde nochmal zu den beiden Jungs gehen. Ach komm, pfeif auf die. Wir werden jetzt erstmal... Erstmal zum Ascalon Club jetzt endlich. Habe ich lange genug ja so ein bisschen hingehalten damit. Aber warte mal, mit ihm will ich ganz kurz noch reden. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are? And why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Oh, Hinweis benötigt. I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. Oh. Klingt plausibel, oder? Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Geoffrey McCallum, wer ist das nochmal? Burgle Bunshaw? Wer war nochmal Geoffrey McCallum? Leider nicht mehr dran erinnern. Geoffrey. Clayton, Geoffrey. Den Pfarrer, den würde ich ja gerne. Uiuiuiui, das glaubt ihr gar nicht. Ach, Geoffrey McCallum ist der von der Primenwache. Ja. I'd like to report a name, Inspector. Geoffrey McCallum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. Einfach mal jemanden verpfiffen. Why are you... I'd like to... Then I'll write... Ach, schade. Okay. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting?
Perhaps I could help you. All right. Without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Ich meine, also ganz ehrlich, hast du mal gesehen, wie viel Blut hier überall rumliegt? Also, überall ist Blut verteilt in der Stadt und du willst mir erzählen, du bist einem Mörder auf der Spur. Charles glaubt, ein mörderischer Wahnsinniger verberge sich hinter der Epidemie. Das ist wohl auch so, ja. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Na ja. Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Ja, zum Glück habe ich das schon gemacht, nicht wahr? Gute Louise Teasdale. What are you investigating? I have a missing woman. Tell me about. She's a. Do you have? No. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Meinst du ja? Mal sehen. Alles klar, guck mal, die beiden, die sitzen noch genau gleich da. Hello again, Dr. Reed. Na, Agamemnon. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Aha. Und wer denn? What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? Boah. Ja, ich weiß nicht. No, I'm not. Good for you. It's a good thing to have a clear idea of where you stand concerning crucial questions, don't you think? What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Wie lustig wäre es, wenn ich seinen Bruder jetzt aussaugen würde. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Okay. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap?
And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Ja, das stimmt wohl. Vor allem trügerische Hoffnung. Ja, das war's. Goodbye for now, Mr. Baker. Ich mag die Musik hier total gerne. Ja, so einem 80er Slasher-Film irgendwie, ich weiß nicht. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? Weiß ich nicht, das liegt wohl an dir. Ja. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Ja, eigentlich schon, aber ich weiß es nicht so ganz. Aktuell ist es ziemlich scheiße hier. I don't know. I was born and raised in London. But I feel like a stranger here recently. You didn't answer my question, sir. But I don't blame you. Perhaps it's better that way. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. I wanted something this city can't provide. Yeah, it tut auch sehr geheimnisvoll, oder? But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Die hängen wohl echt aneinander, die beiden. Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being. True kindness is the most valuable quality, my good sir. Oh. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer. And here we are. Man, ist echt ein bisschen interessant, oder? Aber ich will jetzt endlich mal zum Ascalon Club, Leute. Ist genug jetzt mit dem Rumrennen hier und nichts machen. Außer quatschen natürlich. Ich meine, ja, das ist jetzt nicht nichts, aber... Warte mal. Oh nein, da sind noch mehr Leute. Ich will jetzt nicht... Nee, sorry, die holen wir uns... Die holen wir uns. Mit denen reden wir ein andermal. Da bin ich jetzt... Oh nein, warte mal. Das ist eine kleine Sackgasse, aber was ist denn hier? Uhuhu. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte jetzt nicht... Ich wollte nicht da unten rein. Der Ladescreen, ihr wisst ja, mein ewiger Feind hier. Dauert wieder so lange. Was soll man machen? Oh, es ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Ach, warte mal. Das war ja hier, wo ich rausgekommen bin. Oh, ich bin so doof. Das ist ja witzig. Das habe ich gar nicht mehr bedacht, dass ich hier rauskam. Aber gut zu wissen. Das hätte ich jetzt nämlich schon wieder vergessen, wahrscheinlich. Ach, ja.
Ich habe eben irgendwas mit Schlüpfern gelesen, aber Unterschlüpfe? Naja. Suche nach Schlüpfern. Nur so kannst du dich weiterentwickeln und deine EP verteilen. Ja, ich weiß, ich werde ja immer so ein bisschen gedrängt, dass ich dann endlich jetzt mal Leute aussauge. Aber Leute, ihr habt's gehört, der Pfad, auf dem wir uns befinden, ist ja wohl der richtige. Und nur der führt zur Erlösung. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es halt immer noch... Ja, weiß ich nicht. Schwierig, das zu entscheiden, weil ich möchte eigentlich jetzt nicht der große Schlechter werden. Das ist halt immer so ein Zwiespalt. Ich meine, klar, ich versuche ja auch immer so ein bisschen einen guten Weg zu erreichen. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich immer der Gute sein will, aber halt zumindest was so für die Stadt will ich was Gutes tun. Ich meine, er ist ja schon verdammt quasi, da wird nicht mehr viel bei rauszuholen sein. Oder vielleicht doch, wer weiß. Temple Guarded. Ja. Hört sich so schön an, dabei brennt die Hütte da drin. Oha. Ja, die gehen doch schon wieder. Siste 25, das ist alles auf jeden Fall angenehmer als der ganze Rest. Ich hab gehört, der Platz ist schön. Want some of that? Oder? Na, das hier. Das Zur. Oh, die Speisekarte von... A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Allen unseren Gästen werden die Augen verbunden, bevor sie zu Tisch geführt werden. Sie sind eingeladen, zum Genuss ihrer Mahlzeiten all ihre Sinne zu nutzen, mit Ausnahme ihres Augenlichts. Ey, das... Oh, das war eine Quest. Ach, stimmt, ja, für den Händler. Na gut, da ich das jetzt gleich miterledigt habe. Aber ich finde sowas... Das finde ich super spannend, so eine Erlebnisgastronomie. Das würde ich auch immer machen. Wie rauf? Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, du hast gerade miterlebt, wie deine ganzen Freunde getötet wurden wahrscheinlich, ja? Aber was? Ich bin doch kein Ungeziefer. Aua. Jetzt. Oh, der tat richtig weh. Achso, übrigens, danke für die Empfehlungen für die Waffen. Die habt auch gesagt, das Schwert definitiv und vielleicht das Chirurgenmesser sind ganz gute Kombinationen, wenn es darum geht, viel Blut zu bekommen. Oh, guck mal, da liegt ja eine Waffe. Eine gute doppelläufige Schrotflinte. Ich habe jetzt gedacht, da ist ein Blutfleck, den ich untersuchen kann. So, was haben wir hier noch? Ich will wirklich zum Ascalon Club, Leute, aber es ist gerade ein bisschen intriguing hier, dass ich mir noch Sachen angucke. Zum Beispiel einfach mal die Kasse plündern, weißt du, wie so ein Verbrecher. Hier ist eigentlich richtig schön. Also ich schätze mal, wenn jetzt nicht überall alles voller Blut ist und voll dieser ekelhaften Leute von Priven. Aber die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Es ist ja nicht so, als wäre alles im grünen Bereich. Ich meine, die Polizei, haben wir gehört, hat bei weitem nicht genug Leute. Und da muss halt eine Bürgerwehr ein bisschen... Oh. Ein bisschen die Gefahr übersehen, die sich direkt neben ihnen befindet. Ist nur einer? Nee. Wollte sagen, der Matsch für zwei, was? Oh. Boah, geplatzt. Obwohl der Knüppel so ein bisschen langsam ist, finde ich immer noch, der Einhändige. More Braille. Oh. I should bring this to Mason Swanborough.
Ein Mittel für die Blindheit, den zweiten. Interessant. Wir können hier aber, glaube ich, nichts plündern, oder? Ne, die ganzen Schubladen sind zu. Sagen die Kasse. Oh, kommen noch 5 Schillinge wieder. Das ist immer so wenig, was man hier findet. Und außerdem, warum ist die Kasse eigentlich voll? Die werden auch nachts geleert, wenn der Laden zugemacht wird. Oh, hi. Steady, boy. Over there. Aber kein Scheiß. Ja. Wieder mal, wenn die nicht unbedingt 10, 20 Level über mir haben gefühlt, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Das ist alles kein Problem. Erst kann nur ein Klapp, ich komme jetzt aber. Jetzt ist mal vorbei, du, mit Zeit vergeuden. Jetzt gehen wir wieder zu den wichtigen Dingen. Ach, außer dass ich noch vor die Quest abgebe beim Händler. Boah, hier sieht es aber auch teilweise echt düster aus. Ich meine nicht jetzt von der Tageszeit her, sondern wirklich auch von den Beschaffenheiten. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Das ist wunderschön, wunderschön. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness. And try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Oh, immerhin 200 Schillinge. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Ja, ich möchte mich gerne mal meine Waffen jetzt endlich upgraden. Oh, ich habe ihm was verkauft, seht ihr. Mich eigentlich, könnte ich die nicht mal langsam verkaufen, diese... Na gut, die will ich... Ja, ich will halt vielleicht noch Waffen verbessern, aber wenn ich jetzt die schlechten schon verkaufe, dann kann ich die nicht mehr verbessern. Eventuell irgendwann. Das wäre nicht so clever, glaube ich. Ich glaube, Ringe kann ich ja immer ganz gut loswerden hier. So Armbänder. Und Schnaps. Komm, das lassen wir erstmal. Mit dir rede ich auch noch. Es tut mir leid, ich muss erstmal alles ein bisschen hinten anstellen. Ascalon Club it is. Das ist jetzt echt langsam an der Zeit. Okay, ich habe nämlich so das Gefühl, dass es ab hier dann immer schlimmer wird für Jonathan, weil er muss sich denen ja jetzt verantworten und sagen, hey, ich bin der neue Obervampir, beziehungsweise die wissen wahrscheinlich sowieso schon, dass er was Besonderes ist. Nicht, dass er was Besonderes ist, weil das sind Ratten und das ist wahrscheinlich unter deren Würde. Na, mal sehen. Ich bin einfach mal sehr optimistisch, dass es gut ausgehen wird bei den Schnöseln jetzt. Er ist ja auch nicht unbedingt einer von der Gosse. Oder aus der Gosse. Oh, es ging jetzt schnell. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Der Name hat Gewicht. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ach du Scheiße, war die Wache hier? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Arthur Pembleton. Oh, er hat... Was? Stufe 6? Wie soll ich die denn... Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin, glaube ich, Stufe 3. Quite a battle here. Ich bin Stufe 3 der Beherrschung. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ja, bald nicht mehr, wenn ich hier ein bisschen rumlaufe und mich bereichere. Ach du Scheiße. Was hier aussieht, die haben echt alles auseinandergenommen. Da geht's wieder raus. Das Symbol muss ich mir mal langsam einprägen. Meint da jemand?
als würde jemand rumlamentieren und weinen. Eieieiei, was haben wir denn hier? Ah, Geschichte und Sinn des Ascalon Club. Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründete ihn 1837, um das Andenken an meinen Schöpfer, William Marshall, dem ersten Earl von Pembroke und Warenbeschützer von England, zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstimmung und makelloser Moral sein. Seit der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsgemäß beobachtet und bewertet werden, ist es das Ziel des Clubs, ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampire zu etablieren. Doch ebenso wie die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die St. Georg, der Schutzherr Englands, führte, also den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltenreichs zu verteidigen. Aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, dem Gründer. Ja, Drachen. Ist schon klar. Aber ich denke mal, das wird einfach so, war auch wieder nur so symbolisch, so eine Metapher für irgendeine Gewaltherrschaft von irgendjemandem. I cannot enter. Aha, was ist das denn hier? Eine geheime Tür, die will ich doch auf jeden Fall irgendwann offen sehen, Leute. Es gibt so viele Türen hier, die man nicht geöffnet hat oder nicht öffnen kann. Das finde ich immer so ein bisschen... Ah. Ebenso wie Truhen, die man nur öffnen kann, wenn man den Besitzer aussaugt. Den kennen wir doch hier, oder? Das Bild hängt auch bei... Okay. Bei Jonathan in der Bude, dachte ich jetzt... Oh, ein guter Dolch. Ich habe mir übrigens noch gar nicht die Waffe angesehen, da die Schrotflinte hier... Was war das? Abgenutzte Lupara. Hier. Milton Schrotflinte. What? Ach nee, das ist ja die, ich gekauft habe. Die gute Doppelläufe, die haben wir gefunden. Ja, also Schrotflinten sind immer so eine Sache. Die haben immer nur zwei Schuss. Das finde ich ein bisschen kacke. Ehrlich gesagt. Aber immerhin können wir die alle aufs Maximum aufrüsten. Ja, nicht so wie die enttäuschende Machete oder den Holzpflock. Da bin ich ein bisschen enttäuscht von, wirklich. Den hier. Ja. Echt ein bisschen enttäuschend. Ja. Okay, die Axt. Eine langstielige Axt, wie sie Holzfäller und Feuerwehrleute häufig verwenden. Waffenfähigkeit Blutaufnahme. Ah, alles klar. Eigentlich ist es gar nicht so übel, wenn die... Warte mal. Macht die denn? Blutaufnahme? Ja klar, gut, das ist die, die man auf jeden Fall skillen muss, aber das... Oder ausbauen muss, finde ich immer ein bisschen schade. Ich habe übrigens bald schon die höchste Stufe erreicht. Ich mache das auch mal mit der Sense. Ich werde mal die Sense ausbauen und die mal testen. Weil parieren finde ich auf jeden Fall besser als dieses... It's locked, alright. Dieses komische Brechen, was ich da noch habe mit meiner Keule, weil das ist... Ich weiß nicht, ein bisschen unpraktikabel. Ich finde es besser, wenn ich Gegner einfach mal so überraschen kann und dann aushebeln kann. Das hätte ich gerne. So einen schönen Zweihänder oder anderthalbhänder. Ha. Da ist immer nur so 5 Schilling drin sind, das ist echt schade. Oh, Schlüssel für den Keller des Ascalon Clubs. Na, dann werde ich ganz kurz noch warten mit dem Gespräch. War nämlich die eine Tür, glaube ich, unten im Erdgeschoss. Nur so Standardkram. Ah. Mehr. Opium, alles. Alles Zeug hier, was man braucht. Diese Metzelei, du, sag mal. Alles voller Blut hier. Oh, das sind aber einige. Ach du Elend, habe ich denn noch so viele nicht entdeckt? Nee. Hat der jetzt eigentlich dazugezählt, den ich angequatscht habe, dieser Pembleton? Auch nicht wirklich, oder? Das sind die, die ich noch in der Bank hatte da? War das die Bank? Ich schätze mal ja, ne? Da siehst du, aber das ist jetzt super interessant, dass die
gar nicht mehr hier dazuzählen zu den Leuten Londons, aber ich meine, sind ja auch Vampire, nicht wahr? Ne, da geht's noch raus. Nicht verwechseln, das ist wieder Ladescreen. Den wollen wir nicht. Ne, das hier war der Ladescreen. Das war der Keller. Sagen, der hat nämlich nicht so ein Übergangsladebildschirm, das finde ich aber blöd. Ja, gar nichts. Außer das. Ein zum gelegentlichen Privatkonsum von Blut. Als Mitglieder des Ascalon Clubs beachten wir immer die Etikette. Wir verkehren in jeglicher Hinsicht in den besten Kreisen der Gesellschaft und sind anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Anders als unsere Gegner behaupten, frönen wir keinen Orgien oder Blutbädern. Würde aber einer dieser, der unseren bei solch absurden und unmoralischen Akten ertappt, träfe ihn die angemessene Schmach. Doch was ist mit dem Blut? Was ist mit gelegentlichem Privatkonsum? Wie können wir die Ekstase ablehnen, die uns das zinnoberrote Ambrosia bietet? Womit sollen wir anstoßen, wie es doch in jeder guten Bruderschaft Brauch ist? Die Regeln für den Umgang innerhalb des Clubs besagen zu dieser delikaten Frage das Folgende. Solange das ursprüngliche sterbliche Gefäß nicht in den Mauern des Clubs gebracht wird, dürfen Mitglieder trinken und mit Freuden teilen, was ihnen beliebt. Trinken Sie, was Sie wollen, und verfahren Sie mit dem Gefäß, wie es Ihnen beliebt. Nur tun Sie es außerhalb des Clubs. Ausnahmen bilden natürlich besondere Anlässe, die ich persönlich autorisiert habe. Aus die Gesetze von Ascalon, von Lord Redgrave, dem Gründer. Ja. Also wir haben ja Regeln. Aber die breche ich jetzt einfach mal, wenn ich das möchte. So, und nicht anders. Allerdings gut, er ist das wahrscheinlich auch schon... Ups. Was ist denn jetzt los? Ich hänge an der Treppe fest. Er ist halt auch schon sehr alt und wahrscheinlich kann er sich einfach mal das Recht herausnehmen. Das ist ja auch Hausrecht, oder? Das muss man immer dazu sagen. Das vergessen die Leute viel zu oft. Weiß jeder gute Satanist. Halte dich an die Regeln in dem Haus, in dem du dich befindest, und alles wird gut. So ungefähr. Nein. Okay, ich glaube, jetzt bleibt es nichts anderes übrig. Als mit Vorhang diskret getrennten Raum zu betreten. Good evening. We repel the intruders for now. Der ist auf jeden Fall menschlich, der Alte, oder? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt so raustragen sollte. Sie hat ja gesagt, sie ist nicht hier so sehr hoch angesehen, weil sie eine Frau ist. She's a close friend. And I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord. Do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean?
I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? How dare you speak so flippantly of my family? Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Bitte was? Ich habe keine Wahl. Ich kann ihn überhaupt nicht ab, den Typ. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Das war echt respektlos. Also, what is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Boah, ich will ehrlich gesagt nicht unter ihm dienen. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Das ist okay, aber nicht diesen komischen Schnüsseln da. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Na gut, wenn's sein muss, dann werde ich mich wohl eingliedern. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Geht so, ne? Well, speak, Dr. Reed. In front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance.
I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Einer von uns. Das hört sich irgendwie nicht sehr, naja, berauschend an. Ich weiß nicht. I personally went patrolling last night in the West End. And I spotted at least two foreign Ekons. That went well, did it not? Outrage. It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I. Lance Bearer? I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. And your findings were quite alarming. Ja, was für Ergebnisse, noch haben wir ja keine. Der sieht übrigens ganz schön fies aus. Wisst ihr, dass man nur so aussieht, wenn man Leute hier tötet im Spiel? Da bekommt man ganz rote, blutunterlaufene Augen und eine ganz ungesunde Gesichtsfarbe. Aber ich finde, Jonathan sieht doch ziemlich menschlich aus. Ich habe ja gesagt, ich habe beim ersten Mal auch ein paar Leute ausgesaugt. Ich sah richtig kacke aus. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You are spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Tja. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshaw was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Vulcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ah. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ja, kein Problem. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed. But for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Das finde ich aber nicht. Ich habe übrigens Bridget versprochen, nichts zu sagen. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. Whoa, was?
Oh, ich habe Bandstufe 4 jetzt erreicht, oder? Habe ich? Bandstufe 4. Oh, interessant. Interessant, interessant. Frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen im West End. Ich hoffe wirklich nicht, dass es Bridget ist. Ich könnte es aber fast schon glauben. Ich meine, die war sehr nett und sehr friedlich, aber vielleicht kommt da wirklich die Grippe her. Wer weiß es. Also, es ist echt schwierig, Leute. Ich will jetzt niemanden mit schwarzen Peter zuschieben. Vielleicht kommt es auch wirklich darauf an, wie wir uns jetzt verhalten. Wenn wir jetzt nämlich anfangen, Menschen auszusaugen und zu töten, eventuell kommt dann was ganz anderes bei raus. Also, ich fände das super, wenn wir wirklich maßgeblich dazu beitragen, wie das Spiel ausgeht. Und nicht nur wieder so eine Wischiwaschi, ja, kann mal so laufen. Und meistens ist es sowieso dasselbe Ende. Aber gut, das sehen wir dann. Oh, hier ist auch sehr schön das Dekor. Na? Welcome to the Ascalon Club, then Dr. Reed. Dankeschön, dankeschön. Ich bin jetzt offiziell Mitglied. Okay, okay, ich gebe zu. Ich finde ihn jetzt doch nicht mehr ganz so unsympathisch. Redgrave. Also der... Was? Nein, hat die Klappe! Da ich okay gesagt. Dummes Handy. Das habe ich vorhin nicht gefunden. Ja. Okay, Leute. Ich sag's nicht nochmal. Hör auf! Alles klar. Da würde ich sagen, wir machen das nächstes Mal. Wir sind uns ein bisschen um. Der Ladescreen wird jetzt wieder ewig dauern. Aber ich wollte eigentlich noch ganz kurz in den Unterschlupf und da... Ja, das machen wir dann nächstes Mal. Da wird es wahrscheinlich dann auch weitergehen, denke ich, wenn ich es nicht wieder verpeile. So wie jetzt, weil ich habe nicht mehr dran gedacht, dass wir unten in der Kapelle waren. Wie dem auch sei, Leute, ich würde mich freuen über ein paar Likes und Kommentare. Und wir bleiben erstmal dabei bei der Schiene, keine Menschen aussaugen. Wenn es nicht anders geht, wenn ich da wirklich nur noch auf die Schnauze bekomme, dann können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt erstmal möchte ich das so beibehalten, ja? Macht nicht falsch verstehen. Ist zwar schön, dass ihr mich immer darauf hinweist, dass es doch ohne viel schwerer ist, aber... I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Ja, immerhin hat er ein bisschen was von unserem Blut genascht. Der Kerl. Habe ich denn irgendwie hier einen Unterschlupf? Da, ja gut. Ah Mann, die Leute sind jetzt wieder krank, ja. Ich will jetzt nicht extra wieder rüberrennen nach Pembroke. Die Leute heilen, das finde ich immer so ein bisschen affig. Habe ich auch schon gehört, dass jemand mir das sagte. So, es macht keinen Sinn, halt jedes Mal sofort hinzurennen. Weil die werden jetzt auch nicht unbedingt kränker. Die werden vielleicht eine Stufe höher dann von der Krankheit, die sie sowieso schon haben. Also Müdigkeit, Lethargie und so weiter wird es ja dann. Alles ist Schwachsinn, dass ich da jetzt sofort wieder den Bob mache und hinrenne. Neuralgie hat jetzt auch keiner mehr gehabt seitdem. Oh, es ist echt teuer hier. Sag mal, diese ekelhaft teuren Tränke. Und alles nur wegen der Blutprobe. Hat er mir nicht altes Blut geschenkt? Was denn damit? Wo ist denn das jetzt hin? Und schon wieder nichts mehr. Es ist doch scheiße. Diese Tränke sind echt viel zu teuer, wenn er mich fragt. So, ich würde noch ganz kurz die Sense. Alles würde ich mir sparen für die... Oder ich weiß nicht. Die Keule? Oder baue ich erstmal das Schwert dann um? Da fehlt ja nicht mehr viel zu. Aber ich muss jetzt sowieso rasten, weil sonst... oder? Soll ich das jetzt hier drauf lassen? Ausdauerverbrauch senken oder Blutung? Weiß ich jetzt nicht. Ja, nee. Ich werde erstmal die Einhandwaffe vielleicht umbauen. Das will ich jetzt noch nicht entscheiden direkt. Die können wir auch noch nicht. Mist. Es ist so ätzend. Ich habe immer zu wenig für alles. Na gut, so, wie dem auch sei. Nochmal. Danke fürs Zusehen, Leute. Wäre schön, wenn ihr mir ein paar Likes da lasst. Und kommentiert. Wir sehen uns zu Vampyr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich muss jetzt echt nochmal ein bisschen was nachdenken, wie ich das gestalte. Na gut, tschüss.